Emilia ist ein Sonnenschein. Sie lacht, hört gerne Musik und liebt Pferde. Doch Emilia ist krank. Sie leidet unter dem sogenannten Rett-Syndrom, eine seltene Entwicklungsstörung, die durch eine Genmutation entsteht. Bis zu ihrem zweiten Lebensjahr führt Emilia eine ganz normale Kindheit. Dann stellen die Symptome ihr Leben und das ihrer Eltern Katharina und Stefan komplett auf den Kopf. Einer langen Zeit der Ungewissheit folgt die Schockdiagnose. Dann ist man erstmal wie in so ein Loch gefallen. Also das war ganz, ganz schlimm, weil man auf einmal so große Ängste hatte. Mhm. Man wusste nicht mehr, wie wird die Zukunft jetzt ausschauen. Es hat mir einfach wahnsinnig leid getan für die Emilia, weil man sich das Leben natürlich für sie ganz anders vorgestellt hat. Mir hat es echt richtig den Boden eigentlich unter den Füßen weggezogen, weil das so einfach das komplette Leben, wie man es sich vorgestellt hat, über den Haufen geworfen hat. Und das habe ich aber auch erst so Stück für Stück realisiert. Also es hat so bei mir total lang gedauert, bis ich richtig gecheckt habe, was es jetzt eigentlich letztendlich bedeutet, was es jetzt alles ändert. Gerade einmal 1 von 10.000 Mädchen ist vom Rett-Syndrom betroffen. Konkret leiden die Kinder unter Handtics, Sprachstörungen und Schluckbeschwerden. Durch das fehlende Protein auf dem Gen werden Synapsen, die schon gebildet wurden, einfach wieder gekappt. Das Laufen musste Emilia deshalb bereits ein zweites Mal erlernen. Auch zahlreiche Therapien, um den Entwicklungsrückschritten entgegenzuwirken, hat Emilia schon hinter sich. Von Reiten über Physio bis hin zu einem Sprachcomputer, die kleine Familie lässt nichts unversucht. Heute ist Logopädin Melanie Störzl bei der Familie im Münchner Norden. Der Kern dieser Therapie ist es, Emilias Kommunikationsfähigkeiten zu stärken. Dafür üben sie heute am Sprachtablett. Also ich suche mir eigentlich ihr Wortmaterial aus in verschiedenen Situationen. Und das verpacke ich dann in Spiele, genau, damit sie zum Beispiel bei dem Wort nochmal das nicht nur mit den Seifenblasen in Verbindung setzt, sondern auch mit Ballons oder mit einem Lied oder mit Instrumenten, dass sie also die Wortbedeutung versteht und nicht nur in dieser einen Situation weiß, okay, wenn ich das drücke, passiert genau das, sondern dass sie das Wort eigentlich begreifen kann und verstehen kann, was das bedeutet. Um mehr Aufmerksamkeit für die Erkrankung zu schaffen, haben Mama Katharina und Papa Stefan einen Instagram-Kanal ins Leben gerufen. Sie zeigen den Alltag der Dreijährigen, um auch anderen betroffenen Familien Mut zu machen. Es ist nicht vorbei, das Leben. Das Kind ist trotzdem mit dabei und kann fröhlich sein. Und das wollte ich dann einfach auch anderen Eltern zeigen. Ich wollte einfach zeigen, nachdem wir uns dann ja so ein bisschen gewöhnt haben an den Gedanken, dass es okay sein kann. Katharina und Stefan haben auch in Bezug auf das Rett-Syndrom Wünsche und Hoffnung. Sie glauben fest daran, dass durch die Entwicklung der Forschung eine bessere Behandlung oder sogar Heilung für die Krankheit möglich wären. Doch die Forschung basiert vollumfänglich auf Spenden. Und keiner spendet für irgendwas, was er nicht kennt, logischerweise. Deswegen, wenn wir es schaffen, das Rett-Syndrom bekannter zu machen, dann können vielleicht auch mehr Spenden eingesammelt werden, was für die Forschung enorm wichtig wäre. Auf lange Sicht wird sich Emilias Zustand verschlechtern. Nur durch Therapie und die Hilfe ihrer Eltern kann sie ein halbwegs normales Leben führen. Wie Sie Emilia, aber auch andere Betroffene unterstützen können, finden Sie auf unserer Internetseite.